Einen fetten Elgemüllte Gruß von mir, eurem Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Ründchen von, ich fall mal wieder außerhalb der Map, so, zu einem neuen Ründchen von der Titanfall 2 Open Beta, beziehungsweise den Open Tech Test. Ja, wir sind hier jetzt unterwegs am Freitag, den welchen haben wir, den 26. kann das sein? Am 26. glaube ich. Also ist die zweite Phase vom Tech-Test gestartet. Dieses Wochenende könnt ihr nochmal den Tech-Test runterladen und anzocken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich kann es nur empfehlen. So, ja, das erste für die, die vielleicht schon das erste gespielt haben, die erste Phase. Das Level behält man, das wird gespeichert, der ganze Fortschritt, deswegen habe ich halt auch noch meine ganzen Sachen. Ja, also alles, was man sich erspielt hat, das bleibt. Ich hatte eigentlich auch gelesen, dass neue Waffen kommen sollen und auch irgendwie ein neuer Titan. Aber ich habe gerade nachgeguckt, das ist nicht der Fall. Also weder eine Waffe noch einen neuen Titan könnt ihr erwarten. Aber hoppala. Ich weiß nicht, was mit dem Gerücht ist, es soll auch eine neue Map geben. Das weiß ich aber auch noch nicht. Hier sind wir jetzt wieder unterwegs auf, wie hieß es nochmal, Homestead? Homestead hieß die Map, glaube ich, ne? Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Ich glaube schon. Oh! Also die Map, die man auch, also eine der beiden Maps, die man auch im ersten Test spielen konnte, in der ersten Phase. Da bin ich mal gespannt, ob wir die neue Map, sofern es die gibt, spielen können. Also, wenn es sie gibt, dann werden wir sie wahrscheinlich spielen. Davon kann man mal ausgehen. Aber, ja, ob es überhaupt wirklich eine neue Map gibt, das ist hier die Frage. So. Oh! 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 Alter! Alter, leck mich am Arsch. Oh. auf jeden Fall haben sie die Level angehoben, soweit ich weiß. Also, dass man jetzt auch Sachen besser erreichen kann. Denn es gab ja noch ein paar Waffen. Das meinte man wahrscheinlich mit neue Waffen. Dafür hat man 500 von diesen Coins gebraucht, um die freizuschalten. Oder halt ein gewisses Level. Und 500 Coins davon zu erspielen, ist nicht gerade leicht. Deswegen gehe ich mal davon aus, deswegen haben sie dann das Level hochgemacht. Und, ach scheiße, ich habe noch Scorchy dabei. Dass man die halt besser erreichen kann. Und das meinen die dann wahrscheinlich mit neue Waffen. Denn 500 zu erspielen ist schon hart und das dann irgendwie dreimal oder so. Ah! Kritisch. Äußerst kritisch. So, pass auf, den gehen wir jetzt so ein bisschen. Ich weiß, ich habe meinen Titan, aber den wollte ich noch nicht holen. Will ihn nicht direkt in so einem Battle holen. Oh, oh, oh. Oh, ja. Wie hier an der Wand hängen. Oh! Mami! Mama, hol die Kamera raus! Hier ist ein Titan! Boah, den geben wir auch gut ohne, ohne Titan. Absolut easy. So. Ja, aber was man bestimmt erwarten kann, ist, dass sie sich scheiße darum gekümmert haben, um die Performance, also die Stabilität der Server. Ich denke, da kann ich... Oh, ich höre ihn stopfen. Das kann ich getrost so sagen, denke ich, dass sie dafür gesorgt haben. Lol, der ist gerade in mein Doom Shield gerannt, der eine. Props an dich. Junge. Oh. Okay, das war eine neue Animation, die kannte ich noch nicht. Vielleicht haben sie da auch was geändert. Vielleicht haben sie da auch was geändert. Man weiß es ja nicht.
Scheiße. So, burn, bitch. So nämlich. Ja, ich bin mal gespannt, was sie noch so geändert haben. Das werden wir ja noch herausfinden. Oh, jawohl. Frag mich, ob sie das Balancing geändert haben. Denn ehrlich gesagt muss ich sagen, man hat es gerade eigentlich schon gesehen. Man kriegt es verdammt gut hin, als Pilot so alleine ein komplett alleine einen gegnerischen Titan zu zerstören. Das ging dann doch ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Denn man konnte einfach raufspringen, die Batterie rausholen, dann nochmal raufspringen, eine Granate reinwerfen. Und das konnte man halt so gut wie endlos machen. Und das ist schon ein bisschen hart. Sau, fick dich, Junge. Mein Titan macht eh gleich einen Abgang, also kann ich das auch einfach mal einsetzen hier. So. Aber krank, wie schnell ich den Core gerade wieder erreicht habe. Na, okay, ich hatte auch einen Titan zerstört, ne? So. Dann wollen wir da mal schnell hin. Das war eine schnelle Runde. Wie viele leben noch von denen? Alter, fast alle. Schieß da mal einfach hin. Mal gucken. Vielleicht verburnt sich da ja einer. Kommt, Leute, draufballern. Gib, was das Zeug hält. Gib ihm. Schaffen wir es? Ich glaube, wir schaffen's. Jawohl! Alter, ich hatte den letzten Schuss. Ich habe zwei Gegner getötet. Absolut easy. Yay! Und zwei sind nicht in das Dropship überhaupt reingekommen. Nice. Das war eine gute Runde. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. So, da sieht man, wir steigen wieder im Level. So, Titan Level Up. Joa, das bringt ja nichts mehr, außer dass man halt die Dingens hat. Okay, ja. Also jetzt wird es natürlich auch ein bisschen schwerer zu leveln, die Mastiff. Kann mal kurz gucken, das war, glaube ich, die Shotgun, ne? Ja, die Mastiff ist die Shotgun. Die werden wir dann demnächst auch mal ausprobieren, denke ich. Und hier verabschiede ich mich erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Und im nächsten Video seht ihr die neue Map. Und ja, dann verabschiede ich mich hier. Tschüss.